Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute zwei kleine Tipps von mir. Das erste ist eine Änderung, die gestern Abend aufgespielt worden ist. Und zwar die Rares hier, die mit dem Pre-Event gekommen sind, also sprich die hier in Eiskrone, haben jetzt nicht mehr eine Respawn-Zeit von 20 Minuten, sondern von 10 Minuten. Heißt, wenn ihr die Rares farmen wollt und verschiedenste Addons drauf habt oder Seiten nutzt, dann solltet ihr gucken, ist das aktualisiert und dementsprechend solltet ihr dran denken, okay, ihr habt jetzt nicht mehr 6 Stunden und 40 Minuten, sondern ich glaube, jetzt sind es nur noch 3 Stunden und 20 Minuten, also sprich die Hälfte, dass ein Zyklus an Rares durch ist. Also alle 10 Minuten könnt ihr einen weiteren Rare umhauen, wenn ihr hier das Transmog farmen wollt oder auch die Tasche farmen wollt, die 34-Platz-Tasche. Und ja, ich habe sie mittlerweile auf dem Main und auf dem Twink. Dürft neidisch sein. Und ja, ich hoffe, dass ihr die dann auch noch kriegt. Das zweite, um was es heute gehen soll, ist eine Geschichte hier beim Titanenresidium-Händler. Und zwar können wir ja beim Titanenresidiums-Händler verschiedene Items kaufen. Und mittlerweile können wir auch die M-Plus-Sachen, die wir kaufen können, also die Azerith-Tokens bzw. Azerith-Teile, wieder gegen Gold verkaufen. Warum ist das relevant? Mit dem Erscheinen von Shadowlands ist es so, dass ihr die Währung eingetauscht kriegt gegen Gold, aber gegen sehr, sehr wenig Gold. Also ihr kriegt nur wenige 100 Gold. Es macht viel mehr Sinn, dass ihr euer Titanresidium nimmt. Ich habe jetzt schon ein bisschen was ausgegeben. Ich habe so 21k gehabt. Nehmt ihr das, wandelt das gegen irgendwelche Items um. Zu empfehlen sind tatsächlich die Brustteile. Die sind nämlich am meisten wert. Könnt ihr nämlich umwandeln. Und dann könnt ihr die verkaufen und die sind hier 78 Gold wert und dann kriegt ihr wesentlich mehr raus. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ihr müsst die immer einzeln kaufen und einmal umwandeln und die wieder verkaufen. Es ist jetzt nicht eine Riesenmenge Gold, die ihr damit macht, aber solltet ihr noch einiges an Titanresidium rumliegen haben, dann gebt das aus. Ihr macht wesentlich mehr Gold über die Methode als die paar Gold, die ihr bekommt, wenn ihr wartet und Blizzard euch das quasi zwangsmäßig eintauscht. Selbiges passiert auch mit anderen Währungen, aber hier können wir zum Beispiel noch ein bisschen Gold rausholen. Ja, das waren eigentlich schon die zwei kleinen Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch bis zum nächsten Mal. Ciao.